Willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen und wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Normale Menschen gehen eigentlich einkaufen, sagen, okay, ich mache mir mal ein gemütliches Wochenende, paar Serien an, paar Filme an, irgendwas und gönnen mir eine Tüte Chips, dann suchen sie so in Regalen, was gibt's denn das so, ist was reduziert, ne? Oder was sticht mir sonst noch ins Auge, weil das hat ja immer ein rotes Schild und das sind Sachen, die entweder neu sind oder die neu waren und die keiner gekauft hat oder spezielle Dinge, die sich eben nicht verkauft haben. Und deswegen kriegen sie ein rotes Etikett, so wie eben die Chio Tortilla Chips im Salsalicious Style. Und dann denke ich mir, was ist da denn schon wieder los? Hier oben, ihr seht ja, neu Chio Tortillas. Chio Tortillas kennt man ja generell, Tortilla Chips gibt es ja wie Sand am Meer, aber jetzt habt ihr hier Salsalicious. Und was ist das Besondere an diesen Chips? Ich weiß es nicht, das wollen wir herausfinden. Ist das sinnlos? Was sinnlos ist, zeige ich euch gleich. Wir wollen nämlich herausfinden, ja, was wollen wir denn? Ich habe schon wieder, eigentlich wollte ich noch was ganz anderes sagen. Normale Menschen kaufen sich einfach die Tüte Chips, hauen sich aufs Sofa und essen die. Das mache ich natürlich auch. Aber ich lasse es mir nicht nehmen, extra wegen einer Tüte Chips ein Video zu machen, wie ich in der Folge hier einen Chip aus der Tüte nehme und probiere, damit ich den Rest dann in Ruhe essen kann. Das war auf jeden Fall ein Sonderpreis für 1,89 € und alle anderen Chio-Tüten haben auch so viel gekostet, also ist glaube ich gar kein Sonderpreis, das haben die wieder mal so draufgeklatscht. Ihr seht aber hier, irgendwas muss ja anders sein, Chio neu, Tortillas, Salsalicious, ihr seht hier Juicy, Spicy und Yummy. Wenn ich drei Katzen hätte, wüsste ich schon, wie ich die nenne. Juicy, Spicy, Yummy, kommt her, fressen ist fertig. Dann kommt die angerannt und so. Was ich aber lustig finde, das Besondere an den Chips ist eigentlich, wo steht das denn? Ach so. Chio Tortillas Salsalicious bringt den Geschmack einer fruchtig, frischen und pikant leckeren Tomatensalsa auf unsere knusprig gebackenen Tortillas. Normalerweise kauft ihr euch ja Tortillas von Chio natürlich und kauft euch noch so eine Dipsoße von Chio natürlich und dann tut ihr die Tortillas in die Dipsoße rein und probiert das und sagt, ist das lecker, yummy, spicy, juicy, muss ich da sagen. Jetzt haben sie aber Salsalicious kreiert, neu. Da braucht ihr nämlich gar keine Dipsoße, weil die Dipsoße ist schon auf den Chip drauf gearbeitet. Deswegen verstehe ich nicht, wieso dann hier steht die perfekte Ergänzung. Kauft euch doch zu den bereits salsarisierten Tortilla-Chips von Chio einfach nochmal Salsa. Am besten Hot Salsa oder Mild-Salsa oder Hot Cheese, damit ihr einfach ein Double-Salsa-Tortilla von Chio-Chips habt und das ist auf jeden Fall richtig brutal. Ich denke mal, mit richtiger Salsa-Soße daneben, wo ihr diesen trockenen, knusprigen Chip reintunkt, was ein bisschen kühl und flüssig ist, aber euch im Mund zergeht und eine Alternative zu dem trockenen Gebäck bietet, ist trotzdem aber eine ganz andere Erfahrung, als wenn sie euch den Salsa-Geschmack auf den Chip machen und er trotzdem ja einfach trocken ist. Der ist vielleicht dann scharf, aber es gibt ja auch so scharfe Tortilla-Chips. Also, vielleicht hat das deswegen keiner gekauft. Die Leute, die wollen ein Glas da haben und wollen ihre Chips da reintunken. Und ja, theoretisch kam mir sowieso die Idee, weil ich letztens Spaghetti gegessen habe, ich müsste einfach mal diese Dip-Soßen nehmen und die einfach zu den Nudeln dazu packen, dass wir also eine Salsa-Cheese-Dip-Soße haben für Spaghetti zum Essen, so zwei Gläschen draufknallen, weil immer so viele Nudeln übrig sind aus diesen Packungen, dann könnten wir Spaghetti machen einfach mit Tortilla-Dip-Soße. Das wäre auch eine Idee. Das muss ich aber ein anderes Mal machen. Wir machen die jetzt mal hier auf. Und jetzt gucken wir mal, ist das ein Vergleich zu den normalen Dipsoßen? Schmeckt ihr das, dass da Salsa-Dip drauf sein soll? Oder ist das halt einfach nur ein gewöhnlicher, normaler Paprika-Chip, der halt ein bisschen schärfer ist?
Gut, ich muss sagen, riechen tun sie auf jeden Fall nicht nach normalen Tortilla-Chips. Riecht wirklich, wie wenn ihr euch so einen Hot-Salsa-Dip aufgemacht habt und riecht das, wie frisch und wie gemüseartig euch das so in die Nase strömt. Also den Geruch hat es schon mal 1A übernommen aus einem Dipglas. Jetzt kommen sie aber auf den Geschmack an, denn die sind ja trotzdem trocken, schmecken dann so. Aber vielleicht fehlt ja eben dieses Frische von dem Dip. Gerade, also wenn man einen käsigen Dip hat, dann ist das jetzt nicht so frisch, dann ist das frampfig und aufdringlich. Aber wenn ihr diesen Salsa-Dip habt, ist das ja immer irgendwie, ihr habt diese Paprikastückchen oder diese Paprikastückchen, genau. YouTube-Kack. Wir probieren jetzt aber auf jeden Fall diese Paprikastückchen. Nein, die Tortilla-Chips und gucken mal. Oha. Interessant, juicy, spicy, yummy. Ich glaube, das sind wirklich nicht nur drei Katzennamen, sondern juicy ist ja auch extra eine Tomate abgebildet. Und im allerersten Moment hat mich das jetzt wirklich an eine Tomatensoße erinnert. Wenn ihr hier von Miracoli, gibt es ja auch immer diese Arrabbiata-Soßen, die ihr dazu machen könnt zu den Spaghetti, wo ihr eine schön fruchtige Tomatennote habt, aber eine Schärfe hinterher. So ähnlich war das jetzt, das kenne ich sonst nicht. Von den normalen Tortilla-Chips. Die Sotte hält also, was sie verspricht. Es schmeckt auf jeden Fall juicy, es schmeckt auf jeden Fall spicy, denn es ist auch schön scharf, wenn man das isst. Ihr habt ja auch ja lauter Punkte drauf, wenn ihr euch den Chip mal ganz genau anguckt. Sieht man so vielleicht nicht. Und yummy ist es natürlich auch. Wir probieren nochmal einen ganzen. Mann, Mann, ist das eine Wurst, ne? Also wer die nicht kauft, ist selber schuld. Wie gesagt, Tortilla-Chips gibt es ja eigentlich wie Sand am Meer. Aber die haben wirklich einen richtig guten Geschmack, eine richtig gute Note. Juicy, spicy, yummy. Salsalicious von Tortilla, von Chio Tortilla-Chips. Gönnt euch die mal, wenn ihr die noch nicht gesehen habt. Habe ich mal wieder aus dem Rewe-Sender neu. Ist noch gar nicht so lang her. Gut, bis ich das Video hochgeladen habe, sind die auf der Welt schon wieder ausgestorben. Ist aber genial. Die meisten Tortilla-Chips alleine schmecken eben nach nichts. Und ihr braucht meistens immer noch was dazu. Aber ihr habt jetzt so einen tollen Geschmack. Ich bin positiv überrascht, muss ich sagen. Hätte ich vorher nicht gedacht. Wenn ihr dann noch extra zusätzlich den Dip holt, Alter, das ist ja, ihr rastet ja komplett aus. Das war's aber von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.